Was geht ab, YouTube? Ich bin's, euer 66 Flake. Heute mit dem versprochenen Main Deck Profile von meinem Fire King Build, der in Bochum gezockt wird. Hat sich echt noch einiges an dem Deck geändert, wie ihr sehen werdet. Hat nicht mehr viel mit dem Spirit of Rex Deck zu tun, was ich vor ein paar Wochen noch gespielt habe. Von daher nun mein endgültiger Fire King Build. Ein Pyrorex. Drei Garonix. Dreimal Flammenwerfer Feuerhund. Drei Baron. Zwei Bär. Ein Gorilla. Und ein Kirin. Das war's mit dem Monster-Line-Up. Ist also stark geschrumpfen, wie man sieht. Und das reicht aber auf jeden Fall trotzdem aus. Nun zu den Spells. Drei Onslaught. Dreimal Kreis der Feuerkönigin. Drei Tanky. Drei Lands. Zwei MST. Zwei Pot of Duality. Zwei Traden. Ein Rekindling. Heavy Storm. Darkhold. Reborn. Und immer noch viele Fury Geigers. Also ich habe viele Schnickschnack-Karten aus dem Deck rausgenommen, wie man sieht. Da sind jetzt keine Geister mehr drin, kein Flammentiger, nur noch ein Kirin, also wirklich aufs Wesentliche beschränkt. Ebenso bei den Spells sind jetzt drei Lands am Start, die auf jeden Fall wichtig sind, um Garonix zu schützen, und die arbeiten auch einfach frei mit dem Flammenwill-Feuerhund zusammen. Könnte mich trotzdem nicht davon abbringen lassen, wie man sieht, den Pyrorex im Deck unterzubringen, genauso wie das Siegel. Will dann doch noch mein Bild ein bisschen persönlich halten und das Deck nicht so wie jeder andere spielen. Von daher ein Rekindling, ein Siegel und weiterhin der Pyrorex. Nochmal schnell zu den Pfeilen jetzt. Das sind dann zwei TTs geworden und zwei BTHs. Und ein Compulsory Evacuation Device. Also auch kein Windsturm der Phoenixflügel mehr drin. Muss man eine Karte abwerfen, es macht nicht unbedingt Plus. Man kann zwar ein Level 8 mal loswerden, aber wie ihr seht, habe ich jetzt auch kein Phoenix mehr drin, habe das also ein bisschen runtergeschraubt. Und ich muss sagen, so in der Variante läuft das Deck echt genial für mich mit den drei Lands, den MSTs Main. Und ich hoffe, da werde ich in Bochum jede Menge Fun mit haben, mit dem Fire King Deck. Ich zoome noch mal ein bisschen raus. Ja, also der gesamte Bild. Und jetzt komme ich noch schnell zum Extra Deck. Also ein Heliopolis, ein Direwolf, ein Tigerkönig, ein Cowboy, ein Shockmaster, ein Abyssbewohner, ein Utopia, ein Pearl, eine Roach, ein Maestrum, ein Photonfighter Agent, Löwenimperator, Zenmaimin, Leviathan-Drache und Esk-Golem. Also größtenteils Rang 4 Exit ist klar in dem Deck. Heliopolis kann auch mal rauskommen, wenn man Pyrorex und Garonix übereinander legt oder zwei Garonix. Die Level 3er werden dann eher selten kommen, ist nur möglich mit Kirin und Wiedergeburt zum Beispiel. Aber die Option, einen Zenmaimin zu beschwören, muss da sein, also wenn die gegeben ist mit Reborn. Und von daher, das ist mein Extra Deck und mein Main Deck. Und ich hoffe echt, dass ich damit ein paar vernünftige Chancen habe in Bochum. Fun werde ich auf jeden Fall haben mit dem Deck, denke ich mal. Ihr könnt ja gerne noch Kommentare posten, wie ihr das Deck findet. Ich weiß, ihr baut sicherlich eine andere Version, aber ich wollte schon meinen eigenen Bild finden, der
noch ein bisschen für mich steht, und das ist halt der Bild mit dem Pyrorex und dem Siegel. Soweit für heute YouTube. Ich werde, denke ich mal, morgen noch ein kleines Video hochladen, kurz bevor es losgeht nach Bochum. Von daher, seid gespannt. Euer 666.